Violinist David Garrett. Wegen eines Konzerts hat er, wie schon so oft, die lange Reise von seiner Wahlheimat New York nach Berlin auf sich genommen. Gerade im Hotel angekommen, nutzt der 30-Jährige seine kurze Freizeit dazu, auf ein paar Schritte um den Block zu flanieren. Zur Bundeshauptstadt hat er neben seiner Geburtsstadt Aachen und eben New York eine ganz besondere Beziehung. Nicht umsonst hat er mittlerweile auch hier eine eigene Wohnung, auch wenn er dort bis dato nicht wohnen kann. Ich bin oft hier, aber mittlerweile halt trotzdem immer noch in Hotels. Einfach nur, weil ich einfach kein Bett und keine Möbel in der Wohnung habe. Und soweit das nicht geklärt ist, lohnt es sich wahrscheinlich nicht, da zu übernachten. Viel Freizeit bleibt ihm nicht, eine gute Stunde vielleicht. Dann geht's weiter zu den Vorbereitungen für den abendlichen Auftritt. Ob Berlin, New York oder sonst wo, ein Konzert hat bei ihm immer denselben routinierten Ablauf. Also am Tag des Konzerts ist nicht viel Vorbereitung. Programm kennst du ja schon. Jetzt einfach Spaß haben. Nach kurzem Antesten seines Arbeitsgeräts, einer Stradivari-Violine aus dem 18. Jahrhundert, geht's auf die Bühne zum Soundcheck. Dabei macht er zwar einen ganz lockeren Eindruck, doch wenn er seine Geige in die Hand nimmt, begibt er sich in eine andere Welt und dahin nimmt er auch das Berliner Publikum mit. Das Publikum in Deutschland ist sehr, immer sehr positiv, gerade für natürlich Crossover-Material, weil schon eine große Tradition der klassischen Musik kommt natürlich aus Deutschland. Und ich glaube, dass einfach das ein Markt ist, wo die Tradition immer noch in den Genen ist. Und das ist ja auch schön. Spätestens am 2. Mai wird Garrett das nächste Mal in Berlin sein. Auf der zweiten Station seiner Deutschland-Tournee wird er dann in der Philharmonie spielen.